Hallo und willkommen zu meinem Video über Spectral AI. Das ist neuer Anbieter auf dem binären Optionenmarkt, der Smart Options anbietet. Ich vermeide extra das Wort Broker, weil er sich von Brokern im gewissen Sinn unterscheidet und er sich auch selbst nicht als Broker sieht. In diesem Video werde ich kurz zeigen, was Spectral ist und wo sich Spectral mit anderen Brokern unterscheidet, warum es eben kein Broker ist. Wie die Anmeldung bei Spectral läuft, das kann ich nur erklären. Ich habe mich schon angemeldet und will mir keinen zweiten Account machen. Das ist nicht erlaubt, soweit ich weiß. Aber das werde ich kurz erklären. Das ist ein bisschen anders als bei anderen Brokern. Wie Spectral als Binärbroker funktioniert. Dann gibt es noch die Möglichkeit, in das Projekt Spectral an sich zu investieren und dafür Renditen zu bekommen. Das werde ich auch ganz kurz nur zeigen. Und schließlich werde ich zeigen, wie man auf Spectre eine Einzahlung mit Ethereum macht. Spectre ist ein dezentralisierter, Smart Contract basierte Handelsplattform für Smart Options. Die ähneln den binären Optionen, die sind aber ein bisschen vielfältiger, würde ich sagen. Das Besondere ist, das Kapital der Trader wird von dem Smart Contract verwaltet. Also es hat keiner direkt Zugang zu den Geldern der Trader. Und das Ganze läuft durchsichtig in der Blockchain ab. Außerdem werden Auszahlungen und Einzahlungen automatisch gehandelt. Man sieht auch zu jeder Zeit, wie viel Kapital der Broker hat, wie viel Kapital man selber hat und so weiter. Also es ist sehr durchsichtig. Viel durchsichtiger, als man es von binären Optionsbrokern gewöhnt ist. Hier nochmal kurz die Unterschiede zu normalen binären Brokern. Wie gesagt, kein Zugang zu den Geldern. Alles ist automatisch und über die Blockchain nachvollziehbar. Es ist einfach zu nutzen für den Händler. Und die Einzahlung ist ein bisschen komplizierter, wenn man sich mit Kryptowährungen nicht auskennt. Aber ansonsten ist es ganz schön gemacht. Der Broker bietet bis zu 200% Gewinn im Fall eines Gewinns. Die Einzahlung ist nur über Ethereum möglich. Ich weiß nicht, ob das noch geändert wird. Und generell ist es ein sehr einzigartiges Konzept. Kommen wir zur Anmeldung. Also erstmal besucht man am besten Spectre, entweder über diesen Link oder über den Link in der Beschreibung oder man sucht auf Google. Wenn man den Link benutzt, dann würde ich eine Kommission erhalten. Dann eröffnet man ein kostenloses Konto. Da kann man zwischen einem Demokonto, einem Tradingkonto und einem Ethereum-Wallet wählen. Man kann auch später noch Konten hinzufügen. Also im Grunde ist es erstmal egal, was man hier wählt. Wenn man handeln will, ist das Trading-Konto natürlich das Richtige. Und letzten Endes muss man eine Einzahlung über die Ethereum-Blockchain mit Ether machen. Das zeige ich am Ende des Videos nochmal kurz. So, werfen wir nochmal einen Blick erstmal auf die Webseite. Die sieht man hier. Wie gesagt, erste brokerfreie Blockchain-betriebene Finanzprognosenplattform, nennt es sich selber, bietet Smart Option, Null Hebel, Smart CFDs. Hier sind nochmal die Hintergründe erklärt. Wie gesagt, kein Broker, Blockchain-Verifizierung und so weiter. Insgesamt lohnt es sich hier mal reinzuschauen. Kurz. Hier oben kann man sich als Investor erkundigen, wenn man Lust hat. Also Spectra hat seine eigenen Token, die man erwerben kann und für die man dann eine Rendite erhält. So, und hier haben wir jetzt das Trading Panel. Ich habe mich jetzt, wie gesagt, schon angemeldet. Man kann hier zwischen Account, Demo und regulär kann ich hin und her wechseln. Hier oben ist meine Balance im Demo-Account. Das entspricht 99 Ether. Entspricht momentan 46.000 circa. Das hier ist generell im Pool von dem Broker. Bei der Anmeldung ist man gezwungen, also bei dem regulären Account, seine Ether-Adresse, seine Ethereum-Blockchain-Adresse anzugeben. Die findet man zum Beispiel bei MyEtherWallet. Hier zum Beispiel. Da kann man sich kostenlos ein Ether-Wallet, ein Ethereum-Wallet erstellen. Man kann auch das von Hoodly nehmen zum Beispiel. Allerdings ist MyEtherWallet besser.
Wie gesagt, die muss man hier eingeben. Da wird dann die Auszahlung getätigt. Hier unter SXUT-Privilege hat man die Möglichkeit, die Token SXUT in Privilegien umzutauschen. Zum Beispiel mehr Forex-Paare, mehr Krypto-Paare und so weiter. Hier ist die Anzahl der Token, die man braucht. Das ist interessant. Wenn man sich anmeldet, muss man Risikomanagement wählen. Ich kann das jetzt nicht ändern, wie man hier unten sieht, weil ich eins gewählt habe. Das kann man nur alle 7 Tage ändern. Hier kann ich Freestyle, Medium, Low, No Risk wählen. Beziehungsweise ich kann hier auch die Parameter selber einstellen. Das heißt zum Beispiel, dass ich, wenn ich einen Trade verloren habe am Tag, kann ich nicht mehr handeln in dem Fall. Wenn ich 2 gewonnen habe, kann ich nicht mehr handeln. Das Ganze gilt für 24 Stunden und so weiter. Hier kann man also sein Money Management und Risikomanagement vorher festlegen und ist dann gezwungen, sich dran zu halten. Das finde ich eine schöne Sache, gerade für den Anfang. Hier bei den beiden nutze ich zum Beispiel gerne hier 3 und hier 5. Das heißt, wenn ich 3 Verluste gemacht habe am Tag oder 5 Gewinner, dann höre ich auf zu handeln. Das ist eine Regel, die ich mir schon vor Jahren selbst gestellt habe. Und die sich auf jeden Fall bewährt hat, die kann man hier durchsetzen lassen, wenn man so will. Das finde ich eine sehr schöne Sache. Unter Trade Ideas kann man sich hier nebendran Signale ein- und ausschalten. Ich mache die einfach mal alle aus. Privacy ist klar, da kann ich angeben, wann hier oben meine Aktionen geteilt werden. In diesem Feed hier oben habe ich erstmal alles auf aus. Hier kann ich einstellen, dass ich wöchentlich eine Statistik zugeschickt bekomme über mein Trading. Die sieht man hier unten auch. Hier ist ein Name und so weiter. Hier kann ich meine favorisierten Charts eingeben, auswählen. Und hier kann ich Audiosignale ein- und ausschalten. Und hier ist Sicherheit mit Passwort und so weiter. Die muss man, wie gesagt, bei der Anmeldung bearbeiten, die Einstellung. Hier ist das Trading Panel. Hier wähle ich, was ich trade. Oben, unten, Auslaufzeit, beziehungsweise Pending Order. Das heißt, eine Order, die erst aktiviert wird, wenn irgendeine spezielle Bedingung eintritt. Hier sieht man meine Statistik. Ich habe gestern einen Trade verloren. Und durfte danach nicht mehr weitermachen. Hier sind die Signale für gewöhnlich, die habe ich jetzt ausgeschaltet. Und hier sieht man die Payout-Informationen. Also wie viel Gewinn man wo macht. Das Chartsystem ist eigentlich altbekannt. Hier hat man die Zeitrahmen, Indikatoren, Zeichentools, der Chart an sich. Dann wie gesagt kann man eine Pending Order setzen. Wenn man hier draufklickt, egal, wenn ich draufklicke, kann ich hier einen Amount, den Betrag wählen, entweder in Ethereum oder in Prozent. Hier die Auslaufzeit, hier habe ich schön viel Auswahl von 10 Sekunden bis 60 Minuten, End of Day und auf die Minute selbst einstellbar. Und hier kann ich den Optionstyp wählen. Hier gibt es eine ganze Menge verschiedene, da muss ich mich nochmal selbst mit beschäftigen. So, wie gesagt, heute handeln geht leider nicht. Das wäre es soweit hier erstmal. Wie gesagt, hier oben gibt es noch einen sozialen Aspekt. Man kann sich auch noch ein zweites Konto machen. Hier findet man noch Videos, die habe ich mir noch nicht groß angeguckt, Strategien. Das sind die Strategien, die man auch bei der Auswahl findet. Hier ist ein Webinar. Und hier ist was fürs Brain. Auch eine interessante Idee auf jeden Fall. Insgesamt finde ich das Konzept, wie gesagt, interessant. Getestet habe ich den Broker jetzt noch nicht. Und es gibt auch wenigstens einen Aspekt, den man bedenken sollte.
Und zwar zahlt man sein Geld in Ethereum ein. Das heißt, man gewinnt und verliert auch Ethereum oder Ether. Das heißt aber auch, dass man direkt vom Kurs abhängig ist. Wenn man also beim Broker hier oder bei Spectre gewinnt, ist ja kein Broker, während allerdings der Ethereum-Kurs fällt, kann man trotz der Gewinne beim Trading trotzdem Verluste machen. Das ist hier zu bedenken auf jeden Fall. Also das ist wirklich ein Aspekt, den man beachten sollte bei der ganzen Geschichte. Ich finde das Konzept wirklich super und auch schön umgesetzt soweit. Ich komme jetzt gleich noch kurz zu dem Investitionsaspekt und dann zeige ich, wie man eine Einzahlung macht. Und wie gesagt, am Montag mache ich dann ein weiteres Video, in dem ich dann das Trading zeige. So, hier ist unter Investoren, finde mal etwas mehr Informationen. Hier ist das Medienpaket. Und hier wird nochmal geschrieben, also der Liquiditätspool ist nicht alleine von Spectre, sondern das ist ein Zusammenschluss von Diensten. Und auch die SXUT-Token gehören zu mehreren Diensten. Hier sind die Börsen, auf denen die gehandelt werden. Hier kann man die also auch kaufen. Auf Krax, IDEX, Fork Delta, Ether Delta und Bbox. Sagt mir ehrlich gesagt, bis auf IDEX kein Exchange was. Wenn man genug davon hat, dann findet man hier und hier das Belohnungsportal. Dort kann man sich anmelden, wie bei der Blockchain oder wie bei der Trading-Plattform. Und wenn man dort sein Geld lagert, wenn ich das richtig verstehe, dann bekommt man dafür eine Dividende. Für US-Bürger ist das Ganze nicht erlaubt. Generell ist es anscheinend nicht, ist der Dienst für US-Bürger nicht erlaubt. Und hier findet man nochmal, was in etwa geplant ist für die nächste Zeit. Und hier unten findet man noch mehr Informationen zu dem ganzen Thema. Kommen wir dann zum Einzahlen. Ganz kurz vielleicht noch. Man sieht hier, dass der Gewinn zwischen 71 bis 74 liegt im Normalfall. Heute ist allerdings auch Samstag. Also es kann gut sein, dass das variiert. Das sieht man im nächsten Video dann nochmal genauer am Montag. Wie gesagt, wenn man eine gewisse Anzahl dieser Token eintauscht, kann man das hier auf das Level bringen. Ich bin nicht sicher, ob es nicht schöner wäre, wenn es hier in der Mitte einfach für alle gelten würde, aber gut. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie man das handelt. Also die Gewinnspannen bei Finmax sind zum Beispiel höher. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie gesagt. So, kommen wir zur Einteilung. Dafür gehe ich hier auf Regulär. Ich musste bereits die Dokumente hochladen, wie den Personalausweis und eine Stromrechnung. Okay, um eine Einzahlung zu tätigen, klickt man hier auf diesen Pfeil und klickt auf Deposit. Wenn man abheben will, auf Withdraw. Wie man sieht, hier wird nochmal gewarnt, man soll es nicht von einem Exchange, also von der Börse schicken. Das gilt eigentlich immer. Am besten man nutzt, wie gesagt, MyEtherWallet zum Beispiel oder Hoodly, müsste auch funktionieren. Und man soll nur von der eingegebenen Adresse schicken, von keiner anderen. Also das hier ist die Adresse, die ich anfangs angegeben habe, von MyEtherWallet. Die soll ich dann auch zur Einzahlung benutzen. Das muss ich hier bestätigen. Dann bekomme ich hier die Adresse, um die Einzahlung zu tätigen. Und hier nochmal eine Information, Minimum 0,10, 0,1 Ethereum Einzahlung. Am besten 40.000 Gas einstellen und 2 Quay pro Gas. Das ist die Gebühr, die für die Transaktion bezahlt wird. Das kann man bei MyEtherWallet einstellen. Das zeige ich jetzt gleich. So, hier bin ich jetzt eingeloggt in meinem Wallet. Ich bin hier unten oben auf Send Ether Token gegangen. Da kommt hier dann die Adresse rein, die ich vorher vom Broker kopiert habe. Hier muss ich Ethereum wählen. Hier kommen 0,1 hin eigentlich. Ich habe allerdings nur 0,02 oder sowas. Also ich kann gar nicht so viel zahlen. Hier gebe ich 4.000 ein.
Und das war's dann im Grunde. Dann gehe ich auf Generate Transaction und überweise das Geld. Wie gesagt, mir fehlt jetzt hier auf dem Etherwallet Geld. Wenn man das gemacht hat, dann dauert es für gewöhnlich halbe Stunde, Stunde, bis das Geld hier ankommt. Kann auch bis zu 24 Stunden dauern. Man kann anhand der TX, die man danach bekommt, das ist eine lange Nummer, kann man in der Ethereum-Blockchain danach gucken, wo das Geld verblieben ist und wie lange es noch dauert, beziehungsweise ob es noch unterwegs ist oder ob es angekommen ist. So läuft die Einzahlung. Wer kein Ethereum hat, der kann sich auf Foodly zum Beispiel das kaufen. Dazu findet man in der Beschreibung einen Link. Ansonsten auch auf Coinbase und auf einigen anderen Börsen. Dazu findet man auch eine Anleitung innerhalb von Spectrum. So, ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen soweit. Ich will, wie gesagt, nicht Spectre als den Nonplusultra Broker-Ersatz hinstellen. Eine interessante Variante ist es aber meiner Meinung nach auf jeden Fall. Ich werde es weiter beobachten. Die Gewinne könnten etwas höher sein, aber andererseits lieber die Gewinne und dafür ein ehrlicher Umgang mit den Charts und mit den Geldern als massiv hohe Gewinne, die dann letzten Endes nicht ausgezahlt werden. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich über Ihr Kommentar und bis zum nächsten Video.